Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Aus altbekannter Umgebung, aber ist schon ein Stückchen her. Wir fahren jetzt in den Urlaub, beziehungsweise wir sind schon losgefahren. Ich zeige euch mal unseren Stellplatz und dann werdet ihr, glaube ich, noch irgendwann erfahren, wo es hingeht und generell so. Es geht nämlich nach Italien. Ja, genau das. Und wir haben wieder so einen richtig schönen großen, aber eigentlich kleinen Camper mit ganz viel Platz und Stehhöhe. Und ich würde sagen, ich zeige euch meinen Stellplatz. Wir waren hier noch gar nicht draußen. Wir sind gestern Abend hier im Dunkeln angekommen, haben uns dann schlafen gelegt und so. Und jetzt müssen wir gleich mal einen Bäcker suchen und Tigerkuchen kaufen. Falls es Tigerkuchen gibt, ja. Ich präsentiere unseren wunderhübschen Schlafplatz. Hier links steht auch noch ein Camper, der stand aber schon da. Hier ist es super ruhig, einfach nur Natur. Wir sind hier in Bayern. Wir mussten über die Grenze fahren, weil heute ist Feiertag in Thüringen und Sachsen. Wir wollen ja auch ein bisschen Strecke machen, weil wir haben halt nichts zum Frühstück mit und müssen jetzt zum Bäcker. Und deswegen mussten wir nach in Bundesland, wo heute nicht alles zu ist. Ja, ich mache jetzt nochmal ein schönes Foto. Und ja, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wir wollen auf jeden Fall nach Italien. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht, weil wir sind gestern vielleicht 200 Kilometer oder so gefahren. Wir sind so spät losgekommen. Wie ihr sehen könnt, ist Karl mit dem gerade im Schnee unterwegs. Ich esse noch schnell was. Wir sind mittlerweile in der Schweiz, haben Österreich ganz kurz durchfahren, Liechtenstein gekonnt umfahren. Oh mein Gott, ich habe auf meine Hose geklingelt. Das ist ein bisschen gruselig. Ja, bis jetzt haben wir immer nur so schneebedeckte Berge gesehen, aber es war halt echt überall immer so hart wolkig und alles. Also, ja, nicht so schön. Schönen guten Morgen, nächster Tag und bis auf das Hochdach, was noch runtergeklappt werden muss, ist der Bus jetzt schon wieder fahrbereit. Die Küche ist aufgeräumt, wir haben abgewaschen, alles soweit hergerichtet. Ich zeige euch gleich mal unseren schönen Stellplatz. So, hier nochmal der Stellplatz von außen, wir sind von da hochgekommen. Hier fließt ein Bach, der war aber, also jetzt ist der wahrscheinlich lauter, als der vorhin auf jeden Fall war. Und hier ist ein ganz netter Ausblick. Hier drüben ist ein richtig krasses Haus mit Palmen und so. Also ich glaube, wer hier wohnt, der muss einmal gute Winterreifen haben, wenn man sich jetzt hier das hier mal so anguckt. Und einen kleinen Wendekreis. Und wer so ein Haus hier bauen will, glaube ich, muss ordentlich was hinlegen. So, und jetzt müssen wir unser Dach zuklappen. Oh krass, wie viele Blätter da drauf liegen. Ich bin vor allem gespannt. Guck mal, hier sieht man sogar, wie die fährt. Zeig mal. Mhm. Hier geht's nach Italien. Hier fahren wir gleich lang. Und ungefähr irgendwo da war unser Stellplatz, so ganz grob. Und hier sind wir irgendwo mit der Seilbahn hochgekommen. Hier geht der krasse See noch weiter. So, hier jetzt nochmal die Bahn. Wir mussten zwischendrin auch umsteigen in eine schrägere Bahn. Die andere war vielleicht so schräg und die hier ist halt so schräg. Und natürlich gehen wir wieder ganz vor, weil das am gruseligsten ist, vor allem wenn man runterfährt. Also hoch zu war es ja ganz cool, weil ganz vorne hat man ja echt alles gesehen. Aber jetzt runter zu wird es, glaube ich, schon wild. Wenn man hier auf diese Strecke guckt, brauchst du mein Ticket? Bist du der Herr Schaffner? Alter.
Das wird wild. Wir sind in Italien. Wir haben es dann auch mal geschafft. Es hat jetzt schon ein Stückchen gedauert, aber wir sind jetzt im Urlaub und haben keinen Stress. So, was auch mal nötig ist, wir haben jetzt hier so eine Versorgungsstation angepeilt. Hier gibt es Frischwasser, kein Trinkwasser, einfach nur Wasser und hier unten ein Grauwasserabfluss und vielleicht hört man es auch plätschern. Wie viel da rauskommt, Alter? Krass. Wir sind hier echt so am Ende der Welt. Hier ist ein Sportplatz. Und hier ist sonst weiter einfach nichts. Am Mittelmeer. Wir haben es endlich mal geschafft. Wir sind in Genua. Tim holt ein Parkticket. Unser Auto ist ja ziemlich groß und wir stehen jetzt hier auf so einem schrägen Parkplatz. Lass mal noch einen Ticken nach vorne. Geht denn noch ein Stück vor? Ja, es geht noch ein Stück, aber wir gucken noch ganz schön hinten raus. Ne? Alle auf ihre Plätze. Es sind 19 Grad. Das Wetter ist hier viel besser als im Land. Und wir holen jetzt ein Parkticket, dann laufen wir hier ein Stückchen, weil es war auch ein bisschen schwierig, hier einen Parkplatz zu finden, weil unser Auto so lang ist halt und so breit. Das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Oh Gott, mein Herz. Wir sind hier im Wackelland. Wir sind hier, wo es also zum einen sehr kurvig wird und zum anderen einfach so heftig eng ist und unser Auto einfach so fett ist und sonst hier jeder ein winziges kleines Auto oder ein Motorroller fährt. Ich glaube, man kann es halbwegs gut erkennen. Wir sind hier mitten in den Wolken. Und hier unten, okay, mittlerweile ist es komplett zugezogen. Das ist ja richtig wild. Hier ist eigentlich, also da unten ist eigentlich so eine richtige Aussicht. Und wir sind jetzt hier aber auf dem Berg und alles ist krass in den Wolken, heftig. Hier ist auch kein Internet und nichts. So sieht es dann aus in der Wolke. Und so sieht es auch aus
mit Sicht unter 10 Metern. Keine Ahnung. Also schätzen kann ich absolut nicht. Ja, sind schon noch näher. Du kannst mehr als 10 Meter sehen. Hier ist ein Parkplatz. Ja, aber. Das ist wild. Das ist echt wild. So, ich wollte nur mal zeigen, dass wir gerade in Pisa einkaufen sind und ich einfach hier einen Scheiß übersetzen muss. Hier ist das irgendwas mit Fruchtfleisch und hier oben, Alter, keine Ahnung, was das hier alles ist. Und wenn wir fertig sind mit Einkaufen, gehen wir zu dem schiefen Turm. Genau, aber erstmal müssen wir uns ein bisschen eindecken und es ist hier echt ziemlich wild. Hier gibt es Pfirsichsaft. Und vielleicht? Mit Fruchtfleisch. Oh, meine Haare, ey. Ist gut, dass wir auf den Campingplatz gehen. Man konnte in den Turm eigentlich rein, aber wir konnten nicht. Ja, wir konnten nicht in den Turm von Pisa, weil man hätte keinen Rucksack mit reinnehmen dürfen. Die arbeiten dort und deswegen, also sie hat gesagt, wir könnten mal gucken gehen, sozusagen. Hm. Aber hier sind irgendwie welche Bauarbeiten oder was weiß ich und für eine Nacht würde es halt gehen. Ja, aber müssen wir uns halt angucken, ob wir das wirklich wollen oder nicht. Ja, aber also ist das Klo und sowas oder wo wird gebaut? Keine Ahnung. Und sollen wir jetzt mal da hinfahren und gucken oder was? Laufen, glaube ich. Ah. Also ich habe zu ihr gesagt, ich spreche kurz mit dir und dann würde ich nochmal zu ihr reingehen. Hm. Wir waren dabei zu erzählen, warum wir nicht auf den Schieftor von Pisa gegangen sind. Da waren krasse Kontrollen. Wir hätten unseren Rucksack nicht mit hochnehmen dürfen. Das heißt, wir hätten nur zu zweit irgendwie gehen können. Richtig dumm. Und man wurde auch so richtig mit Metalldetektor und alles so krass abgescannt. Wir hatten aber all unsere Wertsachen dabei, weil ich lasse das nicht hier irgendwo im Auto. Das wird sonst vielleicht geklaut. Und deswegen wäre das halt irgendwie ein bisschen blöd gewesen. Dann hätten zwei Leute da reingehen müssen. Und dann, also, keine Ahnung. Wäre halt irgendwie dumm. Und es hat dann angefangen, wie aus Eimern zu schüttern. Wir sind jetzt am Mittelmeer auf einem Campingplatz und sollen uns erstmal den Platz angucken, weil sie meinte, da wird jetzt auch ein bisschen was gebaut. Grundsätzlich kann man aber hier sein und das Wichtigste ist ja, dass wir duschen und sowas können. Und wir wollten eigentlich Eis holen, aber bei den Eisdielen war halt keine gute Auswahl. Ja, in Pisa, das war wirklich schlimm. Wir haben überhaupt nur eine Eisdiele gesehen oder zwei. Die hatten so 5 Sorten oder sowas. Also da gibt es in Deutschland in irgendwelchen kleinen Städten mehr. Pisa war generell ziemlich klein. Also das weiß ich nicht, warum ich da was Größeres erwartet habe. Direkt hinter uns ist das Meer. Wir können dann gleich mal zum Strand laufen. Es ist aber super windig, auch wenn es gerade nicht regnet. Es ist super krasser Wellengang. Also es ist ja schon heftig. Wollen wir dahin gleich? Ja, du kannst dich jetzt schon mal hinsetzen, weil Tim kommt jetzt, glaube ich, gleich. Ach nee, Tim hat die Tür wieder zugemacht. Sehr gut. Oh, ich will eigentlich nur irgendwo stehen, dieses Dach hochklappen, damit es mal trocknen kann, weil es hat heute Nacht mal wieder geregnet. Und ich will was essen. Ich habe wirklich Hunger gerade. Machen wir wieder Video? Seht ihr da hinten das Mittelmeer? Wie krass das stürmt. Und hier diese geilen Bäume. Wir sind übrigens in der Toskana. Ziemlich nice hier. Es ist nach 10.30 Uhr und wir sind immer noch auf dem Campingplatz. Wir sind heute super langsam. Aber wir waren ja auch duschen und all sowas. Ich mache gerade ein bisschen sauber, ich habe ein bisschen aufgeräumt und fege jetzt nochmal schnell das Auto aus. Und dann müssen wir eigentlich nur noch unseren Müll wegbringen, was natürlich super praktisch ist, weil hier gibt es halt auch verschiedene Mülltonnen und sowas. Und dann können wir langsam auch dann mal in den Tag starten und uns fortbewegen.
Aber wir sind ja im Urlaub und nicht auf der Flucht, also von daher machen wir jetzt hier ganz entspannt. Alle anderen Camper, also gestern kam noch so ein Mercedes-Camper, so wie unserer, und noch ein richtiges Wohnmobil, die sind alle schon abgereist. Wir sind hier irgendwie die Letzten. Ist eigentlich sonst gar nicht typisch für uns. Das Wetter ist auch richtig gut geworden, ist auch schön warm. Ich habe meine Jacke eigentlich nur an, weil wir hier gerade in so einem Rasthof waren. Und ich muss sagen, die Rasthöfe sind echt nicht so, also was irgendwie Essen unterwegs angeht, das ist nicht so mega. Wir waren an einem gewesen, da haben wir einfach nichts gefunden, was wir essen wollten. Überhaupt also was uns, für mich. Was uns geschmeckt hat. Ich bin nicht besonders mäkelig oder so, aber ich esse halt eigentlich fast gar kein Fleisch oder sowas oder fast gar keine Wurst und das hier halt echt krass, wie wenig man dann da findet. Da musste ich sogar auch essen. Da ist eine Stinkwanze, ist die innen oder außen? Die ist innen. Kali, ich schraube mal sofort die Flasche zu. Ja. Hier läuft eine Stinkwanze in der im Fahrerfenster. Die muss ich jetzt erstmal rausbringen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Jedenfalls bin ich davon nicht begeistert. Das erste war so Autogrill hieß das und das andere jetzt hier heißt irgendwie Chef Express oder sowas. Ja, ich habe jetzt einen Salat gegessen. Der war in Ordnung. Dressing hatten die aber nur Balsamico und Olivenöl. Das fand ich schon wieder richtig wild. Irgendwie so ziemlich, also war halt irgendwie so kein Joghurt-Dressing, kein nichts, kein gar nichts. Ich bin richtig anspruchsvoll. Aber ich will halt, also ich bin im Urlaub und ich will was Gutes essen. Klar, sollte man dafür dann nicht an die Autobahnraststätte gehen. Aber ich möchte halt auch bei der Fahrt was Ordentliches essen. Und in Deutschland funktioniert das auch. Ich liebe zum Beispiel von Aral die belegten Brötchen oder Brote und sowas. Ja, also es könnte doch so einfach sein. Pro Ketchup? Guck doch mal da rein. Ich wollte gerade mal zeigen, dass wir das italienische McDonald's jetzt noch ausprobiert haben und ihr seht da bei Karl da ein Trinkpäckchen gab es da im Happy Meal und ein Actimel. So und jetzt habe ich auch noch entdeckt, was es alles zu meinem Salat dazu gibt. Einmal haben wir hier Olivenöl und einmal irgendwas mit so Essig und so Brot. Aber ich habe extra dann nach diesem altbekannten normalen Dressing noch gefragt und jetzt habe ich einfach alles. Ich weiß nicht, die haben uns irgendwie mehr da reingetan, als wir bestellt haben, glaube ich. Gerade von diesem Zusatzzeug. Aber wir haben weder Ketchup noch irgendwie sowas in der Art. Okay, ich glaube, es hilft nichts, wenn ich das jetzt hier lese, um nachzuvollziehen, was es geworden ist. Hey, hier steht zum Beispiel, dass hier oben ist das Happy Meal und da steht einfach alles in Einzelpreisen da. Zum Beispiel hat dieses Trinkpäckchen 95 Cent gekostet, aber hier ist halt kein Gesamtpreis vom Happy Meal oder sowas. Das ist ja wild. Dein Burger hat 7,24 € gekostet? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, das bildest du dir ein. Deine... Stimmt, du hast eine Cola Large, hast du aber nicht gekriegt. Warte, hier steht Cola Large, 3,77 €. Und Sprite Medium 3,68 €. Was haben wir gekriegt? Das ist voll die Frechheit. Sprite Large. Ja, aber guck mal, 68 und 77, das sind nur ein paar Cent. Also das ist alles irgendwie nicht schlüssig hier. Auf jeden Fall haben wir... Schau mal auf den Preis. Ich wollte eine große Cola und keine kleine, mittlere, wie auch immer. Ja, dafür habe ich eine große Sprite gekriegt. Ja, ist mir doch egal. Es geht um mich. So, ich bin jetzt hier gerade ausgestiegen und wollte jetzt nochmal in Real unseren Stellplatz zeigen. Hier ist nämlich direkt Wasser und da waren halt früher auch richtig viele Seevögel und sowas. Dieses komische Geräusch, wir gehen gleich mal da hoch. Hier ist übrigens noch ein anderer Roadsurfer-Camper. Dieses komische Geräusch ging zum Glück erst los, nachdem wir aufgewacht waren. Und wir standen auch nicht alleine hier heute Nacht. Und eigentlich sollten hier hinten... Es sollte ein Teich sein und hier sollten auch noch mehrere Gewässer sein. Da sieht man auch, können wir dann gleich mal hingehen und irgendwo sollen hier Flamingos sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt sehen. Vor allem hat Karl heute das erste, was Karl heute Morgen rief, war,
Mami, ich habe Pinguine gehört. Also hier sehe ich keine Flamingos. Geh mal nicht so dicht ran, bitte. Aber wir können mal auf der anderen Seite gucken. Wetter ist auch auf jeden Fall super. So, hier ist die Zufahrt. Es riecht auch übelst hart nach Fisch und allem. Hier wird ja viel gefischt. Komm mal an meine Hand. Gucken jetzt mal. Hier ist auch so ein Fischerei-Museum. Gott. Ah ja, und das hier sieht doch aus wie eine Aussichtsplattform für Flamingos angucken. Hier seht ihr auch vielleicht ein paar Seevögel. Also es war echter Seevögellärm. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon Flamingos. Hier hinten sind die. Kann das bitte wieder scharf stellen? Oh, meine Kamera ist zu scheiße. Da sind einfach Flamingos. Oh mein Gott. Wir gehen mal jetzt noch höher. Wir sind hier auf so einem, auf der Plattform. Alter, wie geil ist das denn? Es ist ziemlich scheiße, dass ich, also ich liebe ja dieses Handy, ne? Ich habe ja jetzt eine Weitwinkelkamera, aber vorher bei meinem 8 Plus hatte ich ein Teleobjektiv und damit hätte ich die Viecher richtig gut, oh, hier ist eine Ruine, hätte ich die Viecher richtig gut fotografieren können. Oh, wir sind schon oben. Nicht schlecht. Hier sind einfach Flamingos. Wir sind mal wieder an einer Entsorgungsstation für Grauwasser und Schwarzwasser und alles. Und ich habe noch gar nicht erzählt, wo es heute hingeht. Heute geht es nach Venedig. Keine Ahnung, was die jetzt gemacht haben. Sieht jetzt irgendwie nicht so spektakulär aus, aber das ist Venedig. Da fährt ein Flugzeug. Ja, naja, da siehst du, wie die wollen. Da drüben. Aha, wow, das ist übelst weit weg. Hier diese Drecksoberleitungen und alles, also dann filme ich lieber hier den Hafen. Ja, 14 Minuten ist da, wo Wasser ist. Einfach nur Wasser. Aber das ist Venedig. Ich finde die Farbe vom Wasser sehr schön. Wasser? Ja, aber es ist halt... Wasser und nicht braun. Ja. So, grüne Farben. Das ist Türkis? Wo gehen wir jetzt hin? Weißt du nicht, ne? Nein. Wir suchen jetzt die Feuerwache von Venedig. Erstes Highlight, das erste, wo wir direkt hinfahren. Wir haben aber bei Google Maps schon geguckt, wo wir hier fahren. Ja, das frage ich mich auch wirklich. Andere Leute würden vielleicht zuerst was essen oder so. Ich glaube, wir müssen nach links, warte. Okay, wir haben zumindest schon mal das Gebäude gefunden von der Feuerwache. Es gibt keine Autos, Karl, es gibt Feuerwehrboote. Wir gucken mal jetzt hier die Brücke hoch, da ist dann bestimmt die Ausfahrt. So, Objekt der Begierde gefunden. Alle Leute machen hier Fotos von irgendwas anderem, von sich selbst auf der Brücke, komm mit. Und Tim fotografiert die Feuerwache. Und die Boote. Nicht schlecht. Ich zeige euch jetzt mal unseren Stellplatz. Hier sind bloß irgendwo Wanderer. Ja, das ist hier so ein Parkplatz, so ein Wanderparkplatz. Es hat heute Nacht übrigens dolle geregnet. Und hier fahren einige Züge. Aber es ging eigentlich also in einem bestimmten Zeitabschnitt in der Nacht kamen dann gar keine mehr. Aber an sich ist hier schon ein bisschen Betrieb. Ja, und so sieht der Stellplatz aus.
ist eigentlich, also wenn die Züge nicht wären, wäre das hier der perfekte Stellplatz. Hier ist, wir sind mitten im Nirgendwo so. Hier sind ja nicht mehr befestigte Straßen. Man steht schön geschützt im Grünen. Hier waren jetzt um die Jahreszeit auch keine Mücken mehr. Also alles sehr, sehr schön, außer der Zug. Ich zeig schon mal von außen unseren Campingplatz und da hinten sind Berge. Hier ist die Einfahrt. Pool? Der Pool ist hier vorne und der ist ohne Wasser. Also hat sich's eh erledigt. Hier oben, also das hier unten sind wahrscheinlich die Toiletten und Zeug, Sanitäranlagen und hier oben kann man draufstehen, Panoramastellplätze versuchen wir jetzt zu kriegen. Und dann hat man einen ziemlich netten Ausblick hier. Schon mal jetzt vor dem nächsten Morgen, sondern jetzt direkt nach der Ankunft unseren Stellplatz mit absoluter Panoramasicht. Ich filme natürlich gerade mit Weitwinkel, aber hier ist halt echt nichts los. Hast du Diamanten vom Stellplatz? Ja, und der Stellplatz ist halt im Vergleich zu unserem Auto ist ein bisschen überdimensioniert. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt 150 Quadratmeter sogar haben, weil wir konnten uns komplett alles aussuchen. Was, Markise? Die Markise ist, geht vielleicht bis hier oder so und dann kannst du hier trotzdem noch ein zweites Auto hinstellen. Ich will dir noch zeigen, dass ich mehr habe. Noch mehr Diamanten. Nicht schlecht. Ich suche noch viele, die ich schenken kann. Und also wir stehen jetzt auf den krassesten Stellplätzen hier oben irgendwie. Ich habe heute noch gar nichts gefilmt. Wir sind mittlerweile schon ein Stückchen gefahren. Stellplatz habe ich ja gestern gezeigt. Wir sind jetzt gerade in Brixen. Irgendwas hat das mit Freiwild zu tun. Ich glaube, die kommen von hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Also aus Südtirol auf jeden Fall, aber mehr weiß ich nicht. Wir sind gerade hier an so einer Tankstelle, wo man sein, also wo man alles entleeren und auffüllen kann. Es ist sogar Trinkwasser. Man musste dafür zwar was bezahlen, also Tim hat jetzt da irgendwie einen Euro eingeworfen oder sowas. Aber immerhin Trinkwasser. Aber wir, also das, was man hier in diese, in diesen Frischwassertank vom Auto einlässt, da steht ja dann da, Frischwasser ist kein Trinkwasser. Das ist auch ziemlich wichtig, weil man kriegt diesen Tank ja nie so krass gereinigt, dass es noch die Qualität halt hat, die Trinkwasser halt haben muss. Genau. Es ist auf jeden Fall richtig, also in der Sonne ist es richtig warm, wenn die Sonne einen direkt anscheint, aber draußen sind vielleicht nur so 10 Grad oder so. Wir sind ja jetzt schon ziemlich, also hier auf der einen Seite von der Straße sind die Dolomiten, auf der anderen Seite die Alpen. Und wir sind jetzt schon ziemlich im bergigen hier. Da hinten ist ein Berg. Ja, hier sind überall Berge. Da sind auch welche. Genau, wir fahren gleich über den Brenner, also nach Frankreich, wollte ich schon sagen, nach Österreich. Werden in Österreich nochmal einen Stopp einlegen und nochmal fetten Einkauf machen. Wir haben jetzt zwar schon aus Italien ein paar, also ich glaube 2 oder 3 Souvenirs mitgenommen für Freunde und Familie. Alles nur Essenskram. Aber ich finde, also ich war schon öfter in Österreich und ich liebe manche Produkte von da und ich glaube, da können wir auch noch einigen Leuten da eine Freude machen. Deswegen, also in Italien haben wir jetzt nicht so fett irgendwelchen Kram gekauft, so Essen und sowas. Aber ich glaube, wir können uns jetzt in Österreich nochmal schön eindecken. So, ein allerletzter Stellplatz und ja, heute geht es final nach Hause. Wir standen eigentlich relativ ruhig, auch wenn gestern Abend hier noch irgendwelche Leute saßen, aber das ging eigentlich. Heute früh kamen hier 100.000 Autos mit so Hunden,
Die sind jetzt aber eigentlich ja wieder weg. Jetzt also wieder ruhiger. Und so an sich ist es eigentlich ganz nett. Hier hinten ist irgendwo ein Waldspielplatz. Da wollen wir auf jeden Fall mal noch hingucken. Vor der langen Fahrt. Ja, man hört jetzt die Straße, aber das war in der Nacht sehr ruhig. Also die Straße ist ja nicht direkt hier, sondern die ist da hinten. So, Waldspielplatz erfolgreich gefunden. Standheizung ist auch am Start, solange wir sie noch nutzen können. Ich will dir was sagen. Der Spielplatz könnte so krass sein, wir könnten die ganze Nacht hier bleiben. Nee, wir wollen nämlich noch nach Hause fahren. Das ist jetzt nur zum Austoben vor der langen Fahrt. Ja. Und das wollte ich jetzt sagen, wegen der Standheizung. Ich habe die jetzt angemacht, weil sowas wünsche ich mir manchmal auch zu Hause. Rums! Hier hinten, da ist so eine Wasserdingens, oder? Da kann man so Wasser pumpen. Und was auch noch ziemlich nett ist, also hier gibt es ja tausende Arten von Schaukeln, ne? Und noch eine große Rutsche. Und hier in der Mitte, ich habe einen Stock am Schuh. Ach, und hier hinten ist übrigens ein Dixie-Klo. Ich meine, wir sind im Wald, ne? Da kann man auch einen Wald machen. Aber grundsätzlich, hier gibt es noch so Brettspiele. Einmal hier. Und dann ist da hinten noch viel gewinnt. Und hier vorne sind noch ein paar nette Kleinigkeiten. Und hier ist einfach nur so ein Hügel. Also es ist schon ziemlich cool. Und wenn es jetzt nicht gerade November wäre und übelst kalt, stelle ich mir das auch ziemlich voll zum einen vor. Fährt er schon wieder. Und zum anderen aber richtig schön, wenn du hier so sitzt im Schatten des Waldes. Okay, das ist hier was für mich. und dann hier so einen schönen Tag verbringst. Ist doch eigentlich ganz nett. Na? Bist du schon mal Ding ins Seilbahn gefahren? Ja. Also du kannst halt nicht sitzen, weil es ist nass. Aber du kannst stehen. Und er fährt schon wieder. Kannst du mich stoppen? Danke. Hab ich.